Und auch heute lege ich für dich die Karten. Konzentriere dich. Was sollst du in der Liebe wissen? Was sollst du erfahren? Ja, da springt diese wundervolle Karte, das Zusammenkunft, also das Zusammentreffen. Und es hat was damit zu tun, wirklich, ja, dass es halt alles hier in der Fülle geht. Also es geht darum, dass es in der Erfüllung geht und der unverhoffte Wende innerhalb 4 Wochen. Innerhalb 4 Wochen, denn, also ich sehe hier schon die Öffentlichkeit und ich sehe hier auch die große, große Sehnsucht zwischen euch ist da. Also es geht hier darum, dass alles in der Gerechtigkeit kommt und in den Neuanfang. Natürlich lege ich jetzt die Karten aus und ja, lass uns schauen, wie der Herzensmann zu dieser ganzen Situation dazu steht. Jetzt gerade kurz vor dem Vollmond, da ist der Herzensmann, also kurz vor dem Vollmond, wie entwickelt sich das? Der Vollmond wird also im Sternzeichen Waage sein. Also es wird auch eine Energieübertragung und auch natürlich ein Vollmondritual auch stattfinden. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Ja? 2, 4, 6, 7, 8. Wir machen 8 Karten und natürlich haben wir dann nochmal eine Überschrift, was du auch hier wissen sollst in diese Legung. Ja? Was sollen wir halt auch hier erfahren, was sollen wir halt auch wissen und wie funktioniert das, ja? So, lass uns gemeinsam schauen, was die Karten auch sagen, ja? Wundervoll, wundervoll. So, und heute entscheide ich mich, dass die Karten halt alle auf den Gerade stehen. Ja, so können wir schauen, was die Karten für dich sagen möchten. Und ja, so, wundervoll. So, hier sind noch 4 Karten. Hier sind 4 Karten. Also, es geht vielleicht stückweit auch wirklich darum, also sei es jetzt bei dir oder bei dem Herzensmenschen, dass da eine Trauer da ist, eine Kummertrauer. Also im Grunde ist dein Herzensmann auch wirklich ein herzensguter Mensch, so nehme ich ihn jetzt auch wirklich wahr. Und ich nehme jetzt auch hier wahr, dass er generell in der Veränderung schaut. Und also wie gesagt, möchte er auch einen Herzensweg natürlich zu dir. Weil schau mal, du schaust hier in der Veränderung, in der Weite auf das Glück. Er schaut in der festen Partnerschaft an das Glück, die Veränderung zu dir. Also dann habt ihr beide das Gleiche. Also habt ihr diese gleichen Gedanken und beide seid ihr... Also auch wirklich, ja, beide seid ihr wirklich sehnsuchtsvoll offen für die Veränderung, für aufeinander zugehen, jetzt kurz vor diesem Vollmond, denn ihr wollt einiges ausgleichen in seinem Unterbewusstsein, sehe ich hier, also dass er also auf jeden Fall volle Liebe ist und auch so ein heimlicher Verehrer von dir ist und du möchtest nach Hause ankommen, du möchtest das als Geschenk betrachten und ich nehme das wahr, dass du auch sehr, sehr gutherzig bist und auf jeden Fall, ja, du fühlst dich ein Stück weit auch noch gefangen, so nehme ich das jetzt hier wahr, du fühlst dich noch ein Stück weit gefangen, weil das noch nicht stattgefunden hat und du bist in der Erwartungshaltung. Dennoch, du weißt, dass etwas im Gleichgewicht kommen sollte, dass es so nicht weitergehen kann.
und dass man daran arbeiten soll und also wirklich bestimmte Prozesse auch zu Ende bringen soll und bestimmte Prozesse auch abschließen soll, das weißt du. Und schau mal, er hat richtig, richtig dieses Neuanfangsgefühl, das ist so, er möchte gerne mit dir neu beginnen. Und ich sehe hier, dass es hier etwas kränkelt bei ihm. Was heißt das? Also das heißt, dass hier, also so sehnsuchtsvoll, er weiß, das ist etwas falsch zwischen euch und er möchte dieses große Glück haben, Glück in der Liebe, sich auf der Reise machen, in deine Richtung gehen und natürlich möchte er auch hier dieses Verlust, diese Verlustgedanken loslassen und ich nehme das jetzt hier wahr, dass er dich als eine tolle Frau sieht, wo, mit wem auch ein großes Potenzial hier besteht. Also er schaut dich schon sehnsuchtsvoll sehr an. Und wie geht es denn auch weiter mit euch zwei? Wir schauen jetzt, wie geht es weiter mit euch zwei? Also auf jeden Fall werden hier noch sehr viele Gedanken gemacht bei euch beiden, weil er hält es ohne dich nicht mehr aus, er möchte die Gerechtigkeit, er hat auch hier Hoffnung, dass es doch noch was mit euch werden kann und ich sage hier generell, dass hier auf jeden Fall etwas in der Gleichgerechtigkeit kommen wird und also es kommt zu unverhoffte Wende, ne? Und es geht auch darum, dass hier eine unverhoffte Wende wird, was die Fülle bringt und also auf jeden Fall geht ihr aufeinander zu und es geht auch darum, dass man hier auch etwas in der Realität bringen soll, auf jeden Fall. Ne? Etwas in der Realität bringen soll. Es geht darum, wenn Sehnsucht da ist, das ist immer so ein Energie, so ein, ja, teilweise auch Mangelenergie. Also, dass ihr in der Fülle geht und dass ihr das realisiert. Bei dir sehe ich hier die Geschenke. Geschenk steht auch hier für den Neuanfang, das kleine Kind. Aber du weißt, dass hier irgendwie was noch nicht richtig ist. Und da soll öffentlich sich etwas verändern. Also eine Veränderung generell bei dir, im häuslichen Bereich auch. Und es wird auch ein Geschenk hier auch stattfinden. Also es kommt alles sehr gut. Und bei deinem Herzensmenschen sehe ich hier, also er möchte eine feste Partnerschaft haben und er hofft auch hier, dass es also positiv sich auch entwickeln wird und er arbeitet daran, dass er dir mit auf Augenhöhe begegnen kann und ja, er hat noch eine generelle eine Erwartungshaltung, ne? Hat er noch hier, wie gesagt, eine Erwartungshaltung ist noch da. Und vielleicht auch seit längerem, vielleicht hat er auch eine bestimmte Vorstellung von dieser festen Partnerschaft, wie sich das auch für ihn entwickeln sollte. Und ja, das spielt schon eine große Rolle. Und was ich jetzt noch hier sehen kann, die Sehnsucht, schauen wir mal so ein bisschen mehr an. Also diese Sehnsucht macht ihn richtig, richtig krank. Ja, es läuft falsch. Also es wäre besser, in dieses positive Gefühl gehen und Gerechtigkeit zu schaffen. Also dass alles in Gleichgewicht kommt mit euch zwei. Also unterstütze ihn dabei, auch wenn es jetzt Oster ist. Also ich werde morgen auf jeden Fall eine Vollmondritual am Ostersamstag zelebrieren. Ich freue mich, wenn du dabei bist, auch deine Wünsche aufschreibst natürlich und ja, einfach diese Energie auch fließen lässt. Ja, ich freue mich auf dich.
Ich sage danke und bis bald.